sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. So Leute, willkommen hier zurück nach dem Timelapse. Ihr habt es gerade gesehen, im Timelapse, wie ich das Haus gebaut habe. Also bis hierhin zumindest. Jetzt finden uns die Materialien, also Betons alle. Ich baue jetzt noch nicht die Brücke da, weil ich habe den Disconnect mit dem Cam-Account, also meine Schwester im Account, leider habe ich noch keinen Cam-Account bekommen, keine Ahnung. Habe ich auf die Reihe bekommen, leider von Y-Games, also muss ich leider noch so spielen. Deswegen musste ich es gerade so machen als Cam-Account, aber naja, geht auch. Man gesehen hat.
Will mich gerade mal darüber bauen wollen, irgendwie. Aber wenigstens die Sachen wegzumachen, weil das da brauche ich noch, weil hinten das nicht. Und alles irgendwie wieder wegkriegen, leider. Das geht noch nicht zu kriegen. So, ich bin Platz ganz allein auf dem Server. Ich habe ganz viel Platz auf dem Server, den ich nutzen kann, theoretisch. Genau. Ja, genau, folgen auf dem Block, wo kein Wasser ist. Super, ey. Also, naja, egal. So, dann das weg. Okay, was ist doch gut. Dann geht's weiter. Und soll das hier noch wegmachen, die Stütze hier wegmachen eben. Da hoch. So. Jetzt sieht das doch schon ein bisschen besser aus alles. Das Haus nimmt so langsam voran, würde ich sagen. Es ist einiges Arbeit, die ganze Zeit alles abzugucken und abzumessen. Und ist wirklich anstrengend. Also, ich bin halt echt sich Mühe gegeben im Forum, muss ich echt sagen. Das sieht auch gut aus, das ganze Ding eigentlich, wenn man nach. Und deswegen kommen wir jetzt auf jeden Fall nach. Ich will auch ihn einfach zu ehren, weil er hat sich die Mühe gegeben, das Haus zu bauen, würde ich auch sagen, ich baue es nach. Und es ist ja jetzt ganz ehrlich nicht, gesagt, nicht wirklich schlecht. Also, es ist ja. Seht ja hier, es ist auch einiges Arbeit drin. Kann ich noch Glas reinsetzen? Was essen. Geschafft zu setzen, aber egal. Also sieht schon mal so aus. Hier kommt noch Beton rum. Hier muss man auch zumachen, wenn aber ich noch keine Lust zu gehabt zu machen. Hier bleibt da frei. Und dann können wir gucken, ob wir noch was haben für Beton zu machen. Noch Knochen. Weil das ist nur klein geworden irgendwie. Irgendwie so klein der Ganze hier. Ja, ist noch kleiner. Okay. Irgendwie so klein vor gerade alles. Naja, egal. Ah, weil ich gesagt habe, ich habe Angriff nicht im Vollbild, ich habe es im Halbbild nur. Ist noch kleiner geworden. Auf 3 ist meine Größe, die ich mal habe. Ja, das passt so ungefähr. Das ist in Ordnung so. Nee, auf jeden Fall, das ist so gebaut. Sobald ist sie wieder da. Ja, glaube ich, schon gar nicht gesagt. Sobald ist nicht. Zaubertisch ist wieder da. Der wurde von Lundenberg, seinem Freund, Linus, vielleicht kennt ihr manche schon aus den Videos vom Erwähnen her. Er hat ihn genommen, wo er bei ihm war und hat ihn, ja. Lundenberg hat ihn wiedergebracht, hat, wie es wusste, wo es wusste. Und er hat alles wieder gut. Und ja. So, wir wollten jetzt ein paar Knochen machen, ein bisschen Dings machen. Nochmal Kiesfarm gehen, glaube ich. Sonst der Kies. Noch 2 Kies. So, jetzt haben wir ein bisschen Sand. Wir gehen mal hier runter. Und dann gehen wir mal hier lang.
Geh mal unter Wasser. Interessant, wir haben mehr unter Wasser. Land abbauen. So, ich schmeiß mal hin. Da haben wir noch ein bisschen Sand. Kann man alles nachher noch ein bisschen mit Erde auffüllen, wie lange passt das? Wow. So. Hinten, was ist hier so? Oh, fang einfach mal hier vorne an, die Insel ein bisschen abzuschieben. Wenn wir mal so zwei Stacks Sand haben, dann passt das. So. Ich weiß auch nicht, wie lange die Timelapse gegenstecken, also 7 Minuten. Ich werde ihn ein bisschen kürzer machen. Also ich werde ihn schnell laufen lassen, weil es einfach langweilig ist, auch zu sehen. Hausbau so in dem. Am Ende habt ihr halt gesehen, dass das Bild ist verzogen. Ich habe das Bild ein bisschen verschoben. Aber ich dachte, OBS zuzeitig ist halt Fels nicht beibehalten. Aber das hat sein Fels mitgenommen und somit das ganze Bild verzogen. Ich bin natürlich sehr erfreut. Nicht. Kann ja nichts mehr ändern. Ein bisschen weg in die Erde gerade. Bis es natürlich wieder aussieht. Dann noch ein bisschen weg. So. Mal gucken, ob OBS auch ordentlich läuft. Der OBS läuft auch ordentlich. Passt ja alles. Ein bisschen Sand wegnehmen. So. Ich werde gleich offline gleich noch ein bisschen meinen gehen. Mit auch in den Timelapse mal gucken. Aus meiner Perspektive raus, nicht aus einer anderen Perspektive. Es wird ein Mikrofon immer sein. Einfach nur ein bisschen voranzukommen und ja. Ab nächster Woche wird es folgendermaßen weitergehen. Und zwar, dass wir uns den Sendeplan so machen, also wir nochmal aufsetzen den Sendeplan. Und zwar so wie ihr ihn euch gewünscht habt, also zum Beispiel Felsbrunnen, so wie ich gesehen ist so 50-50. Also wird es nicht beenden, das oben geplant, aber es macht halt wieder Spaß jetzt auf der neuen Map. Das ist ja eine Aufrufzahl, 12 Aufrufe, so oft den neuen, deswegen es passt. Ich würde aber halt eben alle zwei Tage, also im Abwechseln machen. Und wenn es dann läuft, mit der DS2 würde ich halt dann gucken, ob ich Zeit habe, es aufzunehmen immer wieder. Wenn das hier noch bringen, dann passt das eigentlich. Bin ich eigentlich dann ziemlich zufrieden, dass das so funktionieren würde. Wie gesagt, wie ich auch schon erwähnte in einer Folge, auch mehr in Videos mit Mühe. Also, ja, Mühe geht mir schon mit den Videos hier. Weil ich schon probiert, hier auch mal auch den Account zu kriegen, meine Schwester und um was alles halt machen zu können, aber muss man halt auch noch ganze Videos schneiden und alles. Das dauert schon seine Zeit. Ich möchte nicht vergessen, dass seine Zeit dauert. Das wird noch bessern. Super. Wir anfangen gerade ein bisschen schon mal zu bessern. Oh, ein bisschen doof gebaut hier, aber egal. So, müssen hier alles wässern. Ich baue es in der nächsten Folge, glaube ich, in den Timelapse ab. Denke ich mal. Denn sonst wird es halt ziemlich langweilig wieder. So, dann können wir den nächsten nochmal weiter mit dem Hausbau weitermachen. Ob ich schon wieder vorher aufs Haus bauen. Aber das wird erst am Donnerstag frühestens passieren. Mal gucken, ob ich euch jetzt einen Camera-Account kriege, ich das als Camera-Account habe, mit Spectator-Mode. Kann ich einfacher machen.
Gramm. Wasser. Okay, Leute, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, was das Folge? Wenn ich gerade lassen, warum da? Ich würde gerne morgen vorher kommen, da werden wir reingehen und auch ein bisschen hier weitermachen. Jupp. Und dann macht's gut, bis dann und ciao, Leute.